Der Ruf von Pickup-Artist ist echt beschissen. Das ist angenehm. Laut reden, anlächeln, da sieht die Frau auch, okay, du bist kein Vollidiot. Der Ruf, Frauen ansprechen und dann möglichst schnell Sex. Frauen sind ihre Trophäen. Als Dating-Coaches wollen sie jetzt anderen helfen. Die mit der grauen, beigen Jacke. Er spricht jetzt eine Frau an und jetzt geht sie weg. Wir werden uns in diesem Video bei einem der bekanntesten Pickup-Artists für ein Coaching bewerben. Bei Don John. An einer Stelle meinte er zu mir, ich soll es auch einfach irgendwie alle Frauen ansprechen, egal wie hässlich sie sind, weil nackt sehen sie ja eh alle gleich aus. Es ist beängstigend, dass da wirklich so ein Nein gar nicht beachtet wird. Ich bin hier heute bei einem Coaching vom Dating-Coach Hendrik Marti dabei. Wie tickt der? Hey. Hendrik macht auf YouTube Pickup-Videos. Da präsentiert er sich als erfolgreicher Lebemann, will charmant wirken. Dass er auch ganz anders kann, das werdet ihr später sehen. Ich habe kurz vor dem Dreh nämlich noch ein ganz anderes Video von ihm gefunden. Vielleicht lernen wir heute eine hübsche Frau kennen. Wenn es super cool wird und optimal wird, dann natürlich auch eine Nummer und ein Abenddate. Sein Kunde Philipp hat schon ein zweimonatiges Coaching bei Hendrik gemacht, für 2.400 Euro. Heute will er seine Flirt-Skills auffrischen und braucht neue Outfits. So ein Sakko kombiniert mit einer solchen Farbe als Hose wäre super. Ja. So, matsch mal nacksch. Matsch nacksch. Und dann schauen wir mal. Zieh an den Bauch. Ja, wollen sowieso mal ein bisschen Sport machen mit ihm. Werden die Kilos auch wieder putzen? Okay, gut. Also wir sehen jetzt mal grundlegend, das ist alles viel zu groß. Das fühlst du ja selber, ne? Ja. Ist aber nicht schlimm, weil gerade bei solchen Sachen haben wir natürlich einen Schneider. Der schneidet das dann an. Ja, sieht super aus, genau. Wie hilft das denn jetzt auch Philipp dann beim Dating? Ja, grundlegend ist es natürlich so, wir leben in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft. Ja, bedeutet, bei Tinder oder bei anderen Online-Dating-Plattformen, man wird immer nur nach dem Äußeren beurteilt. Das ist natürlich beim Direktkontakt ähnlich. Bedeutet, wenn du jetzt jemand bist, das bist du ja, der im Leben steht, der einen vernünftigen Job hat, sein Business hat, sollte man natürlich auch darauf bedacht sein, das so ein bisschen nach außen zu präsentieren. Weil was sieht denn die Frau von dir, wenn du sie ansprichst? Sie muss dich innerhalb der ersten 5 Sekunden einschätzen. Was bist du für ein Mensch? Die Rolex muss doch zu sehen sein hier. Alter. Hey, sieht Hammer aus. Das ist halt wirklich dann sehr schick. Ja. Wenn du jetzt so durch die Stadt laufen würdest, die Leute würden dich anschauen, die Frauen würden dich anschauen. Das ist natürlich jetzt erstmal ungewohnt, wenn man vorher eher so ein bisschen duckmäuserig durch die Stadt geht. Wie viele Frauen hast du schon angesprochen, seit du das Coaching angefangen hast? Alle. Ich glaube schon so um die 100 insgesamt. Und wie erfolgreich warst du jetzt bei den 100 Frauen, die du angesprochen hast? Hatte ich 15 Dates. Das Selbstbewusstsein dafür haben, das war früher für Informatiker Philipp undenkbar. Wie warst du früher, bevor du das Coaching angefangen hast? Introvertierter, würde ich schon sagen. Ja. Früher war das zum Beispiel so, da bin ich in den Bus gesessen oder in der Straßenbahn und dann kennt man das doch, man sieht so auf der Straße jemanden, den man cool oder süß findet und man denkt sich so, ach, wäre doch cool, das zu tun. Und dann fährt man nach Hause und denkt drüber, ach, was wäre, wenn. Und jetzt ist es eher so, du bist immer noch ähnlich aufgeregt, aber du hast eher diese Mentalität von, ach, let's do it einfach, so just do it. Bevor ich mit dabei bin, wie Philipp gleich random Frauen ansprechen wird, noch was anderes. Ich will euch zeigen, wie weit die Pickup-Szene mit ihren Videos geht. Und ein Mitarbeiter von uns wird sich als Coaching-Interessent bewerben. Einer der bekanntesten Pickup-Artists in Deutschland ist auch einer der fragwürdigsten. Der nennt sich Don John und hat einen recht großen YouTube-Kanal. Und eins seiner meistgeklickten Videos heißt Zum Sex manipuliert, 10-mal Nein und trotzdem Bang. Auf dem Weg zu mir nach Hause gibt es Widerstand von ihrer Seite. Sie will nicht mit mir nach Hause. Und im Folgenden wirst du sehen, wie ich ihren Widerstand systematisch aushebel. Kleiner Horst. So wie du mich da hochziehen willst, dann komme ich da raus. Entspann dich. Ja. Mit diesem Video wirbt Don John für sein Coaching.
Man kann sich auf seiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch per Telefon bewerben. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch mal wichtig zu wissen, was der Don John eigentlich so seinen Coaching-Interessenten erzählt. Was der ja für ein Frauenbild denen vermittelt als Vorbild und was das Ganze eigentlich kostet. Und da kommt Clement ins Spiel. Clement ist Teil von unserem Team und du hast dich jetzt beworben für dieses kostenlose Erstgespräch. Wie dieses Gespräch mit Don John lief, erzählt uns Clement später. Kleiner Spoiler, es wird übel. Ich bin jetzt verabredet und zwar mit Josi Schreibt. Josi kann so gar nichts mit Dating-Coaches und Pickup-Artists anfangen. Frauen sagen nämlich oft einfach nur so, ich habe einen Freund, obwohl sie eigentlich gar keinen haben. Mensch, Sherlock, da hast du uns jetzt aber durchschaut. Du hast ja auch dieses Video gesehen von Don John. Was macht das mit dir, wenn du sowas siehst? Es macht mir Angst. Ich kenne das oft von mir und von anderen Frauen, die Situation, dass man ja auch vielleicht manchmal lacht, aber oft auch um Unsicherheit zu überspielen. Und Frauen agieren in solchen Situationen, die ja potenziell gefährlich sein könnten, wenn ein Mann gerade aktiv versucht, ein fremder Mann aktiv versucht, dich in die Wohnung zu locken, dann agieren Frauen oft deeskalierend, weil man weiß halt nicht, was mitten in der Nacht irgendwie jetzt passieren kann in einer fremden Wohnung. Die Ausdrucksweise, die ich auch sehr schwierig fand, war den Widerstand aushebeln. Es ist beängstigend, dass da wirklich so ein Nein gar nicht beachtet wird. Im Gegenteil. Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn da teilweise so ein abwertendes Bild von Frauen dann gezeigt wird oder propagiert wird? Also ich finde vor allem, dass Frauen da sehr als Objekte dargestellt werden, fast schon als Freiwild. Und das ist natürlich ein ekelhaftes Gefühl. Ich glaube, nicht jeder hat böse Absichten. Manche Männer sehen sich vielleicht wirklich nach einer Partnerin und nach Liebe, sind vielleicht aber einfach ein bisschen unbeholfen. Und diese Männer sind dann so verzweifelt, dass sie sich zum Beispiel an solche Coaches, sage ich jetzt mal, begeben und dann da eigentlich so unfassbar falsche Werte vermittelt bekommen. Klingt komisch, aber wir suchen jetzt einen Ort mit vielen Frauen. Gut, also was wir jetzt machen, wir wollen dich in eine positive Stimmung bringen. Bist ein bisschen aufgeregt, oder? Ja, ist ganz normal. Das passiert am Anfang. Ist bei mir genauso. Ist menschlich. Einfach mal ein Kompliment da lassen. Eine Frau, die vielleicht einen coolen Style hat oder positiv durch die Stadt läuft, einfach mal sagen, hey, du hast echt eine coole Ausstrahlung, würde ich einfach mal gesagt haben. Klar, immer auf Abstand achten, dass du jetzt nicht zu nah bist. Das heißt, das ist angenehm. Laut reden, anlächeln, wenn du die Sonnenbrille, wie ich auf hast, auch mal abnehmen. Ja, und dann natürlich auch immer im Sichtfeld sein, dass du von oben bis unten zu sehen bist. Da sieht die Frau auch, okay, du bist kein Vollidiot. Du bist ein sehr attraktiver Dude. Also, das Ganze läuft jetzt so. Wir machen das nicht so, wie man das in Pickup-Artist-Videos kennt, dass dieses Aufeinandertreffen halt zu sehen ist. Das wollen wir gar nicht unbedingt zeigen. Das ist auch nicht so legal. Und deswegen werden wir das so machen, dass ich einfach erzähle, was ich sehe, ein bisschen Mäuschen spiele und dann kann er mir danach sagen, wie es lief. Sie ist halt chillig, sie ist halt mit der grauen, beigen Jacke, könntest du beispielsweise mal gucken. Okay, er spricht jetzt eine Frau an, die dort sitzt, brünett, macht ein nettes Gesicht und jetzt geht sie weg. Die hatte nicht so Bock, ne? Das hast du auch gesehen, die hat gerade sehr in ihren Mindset drin. Wichtig ist ja trotzdem immer, den Fehler als erstes bei sich zu suchen. Ja, dass man halt immer schaut, okay, habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was jetzt die Situation unangenehm gemacht hat? Ja, ich war am Anfang sehr leise. Also ich glaube, sie hat mich einmal nicht verstanden, als ich Hi gesagt habe. Der erste Korb, den man kriegt, ist halt schon so hart. So. Aber es ist halt einfach so, die Sache ist, wenn du Leute anquatscht auf der Straße, dann ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass die meisten in der Beziehung sind, nicht? Der Philipp sprintet jetzt gerade zu einer Frau. Pass mal mit. Ach, da bist du ja. Und? Das war mal wieder genau so ein Beispiel, wo es gar nicht geklappt hat. Die hat gar nicht reagiert. Nicht reagiert auf dich einfach? Gar nicht. Okay. Also der hat nicht mal hingeschaut. 2 Stunden lang spricht Philipp hier Frauen an. Mit dabei der Coaching-Blick von Hendrik. Philipp hat jetzt gerade wen angesprochen und ich habe gerade schon gefragt und wir dürfen sie mal fragen, wie sie es fand. Hey, er hat dich angesprochen. Ja. Wie lief's denn so? Ja, gut. War nett, also hat mich auf eine ganz nette Weise angesprochen. Und ich finde es gut, in Person das zu machen, den Mumm zu haben, auf jemanden zuzugehen, den man nicht kennt. Ah, ich war so, dann habe ich kurz ein bisschen
Schiss bekommen, auf schon Hochdeutsch. Und dann ja, habe ich direkt gesagt, was ich halt fand, also den Style oder ich, was ich cute fand, also eins, ich weiß nicht genau was. Das Ding ist, heißt, ich rede und dann weiß ich nicht, was ich rede. Und dann, ja, du bist verlobt, aber. Ach so, du bist verlobt. Okay, ja gut, ja, dann ist es ja schon durch, quasi. Ja gut, aber ich meine, ein nettes Gespräch ist ja trotzdem noch möglich. Am Ende hat Philipp 6 Frauen angesprochen und mit einer Frau sogar ein Date am nächsten Morgen vereinbart. Wie steht ihr denn zu der Pickup-Artist-Szene? Ich finde halt, es geht so darum, einfach den Aspekt, hey, an sich arbeiten oder einfach was Cooles draus machen. Was ich aber halt nicht so nice fand, war halt, also wenn du nachgoogelst, findest du halt sehr viele, die so Techniken halt haben und das Ganze auswendig lernen. Da heißt es ja immer Game. Bedeutet, du musst irgendwas spielen, um irgendwas zu bekommen. Was mein Ansatz ist allerdings, dass Game Quatsch ist, weil werde zu dem Mann, der kein Game mehr braucht. Weil Game bedeutet ja, du spielst die Verhaltensweisen vor von einem attraktiven Mann, der Erfolg hat bei Frauen. Besser ist es doch eigentlich, zu dieser Person zu werden, die kein Game mehr braucht, weil man es von Natur aus kann. Die Pickup-Artist-Szene, die wird ja oft dafür kritisiert, dass da offen darüber gesprochen wird, okay, wir wollen jetzt Frauen manipulieren, damit wir sie zu irgendwas bringen. So, wie stehst du dazu? Das Ding ist, wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man natürlich, dass das funktioniert. Die Wahrheit ist, es funktioniert sowieso nicht. Nur wie soll ich denn eine Frau manipulieren? Frauen haben einen so guten Sinn. Die riechen das, ob du gerade was fakest oder ob du real bist. Also was verstehst du unter Manipulation? Ja, ich hab zum Beispiel ein Video von dir gesehen, da sprichst du über einen manipulativen Trick. Achtung, das ist echt ein super manipulativer Trick, wie du eine Frau schnellstmöglichst vom Date zu dir nach Hause bringen kannst, um sie mal so richtig durchzunehmen. Schau, dass es bei dir zu Hause keine Sitzmöglichkeiten gibt, außer das Sofa oder das Bett. Bringe dich und die Frau in eine Situation, wo ihr euch näher kommen könnt, wo du die richtigen Berührungen setzen kannst, damit du sie so horny machst, dass sie eigentlich nur noch von dir durchgeballert werden will. Das gibst du als Empfehlung. Das ist ja schon was Manipulatives dann, weil du da Auswahlmöglichkeiten ausschließt, ne, für die Frau. Denkst du, die Frau würde mit nach Hause kommen, wenn sie sich nicht mehr mit dem Mann vorstellen kann? Ja, kann ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt die Intention ist von der Frau, dass man dann auf jeden Fall Sex hat, wenn man mit nach Hause kommt. Ja. Denkst du, die Frau würde sich dann ins Bett legen und sich da reinkuscheln und das auch so alles zulassen, wenn sie gar keinen Bock drauf hat? Ja, es ist halt interessant, dass du dann von Manipulation selber sprichst. Warum mache ich das? Warum nennst du es Manipulation? Ein Video bei YouTube, wo es heißt, von High bis zum Sex in 10 Minuten hat 500.000 Aufrufe. Und ein Video, was genau dasselbe ist, wo man sagt, hey, so sprichst du eine Frau auf eine sympathische, natürliche Art und Weise an, hat 500 Aufrufe. Klingt für mich ziemlich berechnend. Provokation für Klicks. Etwas, das Don John auch macht. Aber wie gibt er sich gegenüber seinen potenziellen Coaching-Kunden? Clement hatte das Erstgespräch mit Don John per Telefon. Wir haben es nicht aufgezeichnet, weil das illegal wäre. Deshalb erzählt mir Clement davon. Was hat er dir denn dann für ein Frauenbild vermittelt dabei in dem Gespräch? An einer Stelle meinte er zu mir, ich soll also auch einfach irgendwie alle Frauen ansprechen, egal wie hässlich sie sind, weil nackt sehen sie ja eh alle gleich aus. Meinst du an einem Punkt auch, wenn es irgendwie super linke Mädels sind, auch egal, du musst sie ja nicht überzeugen, sondern willst sie ja in Anführungszeichen nur vögeln. Also es war teilweise schon echt verdammt degradierend, ehrlich gesagt. Hat er dir auch was dazu gesagt, wie viel das ganze Programm dann kosten wird? Es gibt unterschiedliche Modelle. Das teuerste kostet 10.000 Euro. Das dauert insgesamt 4 Monate. Teil davon sind 7 Tage in Berlin mit ihm zusammen. Das mittlere Programm kostet 5.000 Euro. Da ist man ein Wochenende mit ihm zusammen in Berlin. Und beim günstigsten Modell für 3.500 sieht man ihn gar nicht in echt, sondern hat dann praktisch so eine Live-Action-Session, so nennen die die, wo man ihn mit einem Knopf im Ohr hat und dann über Kopfhörer hört, während man Frauen anspricht. Und am Ende gab es auch nicht so wirklich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Er meint auch direkt zu mir, ich muss mich entscheiden am Ende dieses Gesprächs. Entweder mache ich es oder ich mache es gar nicht. Ich konnte nicht eine Nacht drüber schlafen. Wollte auch von mir direkt, dass ich irgendwie einen Laptop vor mich aufstelle, damit er mir am Ende des Gesprächs praktisch das Lastschriftverfahren direkt einstellen kann. Dass sein Geld direkt eingezogen wird. Richtig, genau. Also ich meinte, nee, ist mir vielleicht auch finanziell zu viel, ist vielleicht auch eine schwierige finanzielle Entscheidung. Hat ihm eine Ratenzahlung angeboten. Hat also praktisch immer eine Ausrede gefunden, warum ich das Programm doch machen sollte. Und Nein wollte er nicht hören. Wir werden jetzt Don John noch die Möglichkeit geben, sich zu diesen Aussagen aus diesem Telefonat zu äußern. Und dafür schreiben wir ihm eine Mail. Don John hat uns geantwortet und er hat eine
Menge Gedanken zu dem Telefonat mit Clement. Das Ganze ist tatsächlich wirklich viel krasser, als wir das erwartet haben, weil er hier total auf Angriff geht. Und ich fasse euch jetzt mal zusammen, wo und wie er widerspricht. Don John soll Clement ja geraten haben, dass er alle Frauen ansprechen solle, egal wie hässlich sie seien, denn nackt würden sie alle gleich aussehen. Dazu schreibt Don John, diese Aussage ist aus dem Kontext gerissen. Es ging vor allem um Berlin. Hier gibt es Frauen, die sich wie Penner kleiden. Diese Frauen mögen auf den ersten Blick scheiße aussehen, aber nackt sieht die Business Lady, das Fitness Girl und die Öko-Tante eben doch wieder gleich aus, in Klammern hoffentlich. Meine Teilnehmer sollen das Maximum an Erfahrung und Feedback aus dem Coaching mitnehmen. Zu den Coaching-Inhalten und Preisen schreibt er uns, das ist etwas durcheinandergebracht und die Coaching-Inhalte wurden hier nicht im Ansatz erläutert, aber die Preise und die Dauer der Coaching-Programme stimmen. Wir haben ihn auch gefragt, warum er Clement so unter Druck gesetzt hat. Und dazu schreibt er jetzt, dass Clement da wohl etwas zu sensibel gewesen sei und er so beharrlich gewesen sei, weil er überzeugt war, dass Clement das Programm ja unbedingt machen wolle, aber plötzlich eine 180-Grad-Wende hingelegt habe. Clement habe zuvor zweimal bejaht, dass er die Zeit, die Motivation und die finanziellen Mittel habe, auch direkt mit dem Programm durchzustarten. Also, in dieser Mail kriegt man, finde ich, einen sehr guten Eindruck davon, wie überzeugt Don John von seinen Ansichten ist. Und weil der so eine große Reichweite hat mit seinen Videos, finde ich das umso beunruhigender. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was sagt ihr zu dieser Mail von Don John? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Lasst doch mal ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke. Was machen Fitness-Influencer mit dem Selbstbild? Die ganze Reportage, die könnt ihr hier sehen. Und darunter ist noch ein Video vom Y-Kollektiv. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.